Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pamu und wir schauen uns heute die Agro Azores an. Ja, der Modder bzw. die Modder schreiben dazu: Willkommen bei der Agro Azores, einer atemberaubenden Karte, die die einzigartige Essenz des Azoren-Archipels einfängt. Ja, dazu schauen wir uns aber einmal kurz die Map einmal selber an. Ja, das ist jetzt die Map in der Form. Ja, wie soll man so ein bisschen sagen, wir haben so ja kleine Felder hier eben halt dann, die wir uns dann auch nutzen können oder auch kaufen können. Das fängt dann an bei, ja, ich sag mal 29.000 oder sogar 25.000, 15.000 sind wir da auch noch mit dabei. Dann hätten wir hier eine mit 72.000, also alles so ein bisschen bezahlbar, sag ich jetzt mal. Und hier der Bereich hier sind dann so 1, 2, 3 Felderchen. Die kosten uns dann knapp 90.000. So. Aber was eben halt dann sehr interessant ist, es ist eine Map, die ist wirklich sehr, sehr hügelig aufgebaut. Der bzw. die Modder schreiben noch mit dazu: Die Hauptfunktionen haben wir 101 grüne Weiden. Ja, wo wir so eben halt dann schreiben: Genießen Sie eine große Vielfalt an Weiden, die über die übrige bergige Landschaft verteilt sind, ideal für Viehzüchter aller Niveaus. Hier wird die Pflege von Vieh zu einer spannenden und lohnenden Erfahrung. Ja, wir sind aber erstmal hier am Hauptclub und man sieht, hier ist wirklich so ein bisschen auf, ja, erstmal hauptsächlich auf die Weidehaltung ausgelegt, auch die Maschinen und so alles. Eben halt dann auf Grünlandpflege. Ja, und wenn man sich dann jetzt hier so zum Beispiel die Felder um unseren Hof jetzt herum so ein bisschen anschaut, da sieht man eigentlich dann auch, warum. Es ist wirklich ein sehr bergiges Terrain und auch recht eng geschnitten von eben halt an den Kurven. Und wenn man sich das hier natürlich anguckt, also hier dann mit dem Drescher hoch oder hier rum, drumherum fahren mit dem Drescher, wird schon sportlich werden. Auch hier eben halt dann. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit. Vor allem auch hier mit dieser Anlage. Des Weiteren schreiben die Modder: Komplette Farm. Die Farm ist voll ausgestattet und bietet alles, was sie für die Einführung eines ja, florierenden Betriebs benötigen. Von der Tierhaltung bis zum Pflanzenanbau. Ja, und wie man schon sieht, haben wir hier wirklich kleinere Felder, anlagig, bergig. Also wer auf jeden Fall Interesse hat an so einer, ja, hanglagigen Feldern, wie zum Beispiel ist das hier. Hier ist das natürlich auch sehr interessant, wegen hier dieser Kuhle, die dann hier drin ist. Das Ganze natürlich auch vernünftig abzuernten. Und wir haben überall hier so diese, ja, ich sag mal, Grasbepflanzung ran her, als eben halt dann Abgrenzung von der Straße zu den Feldern hin. Und wenn wir uns dann hier so weiter in die Karte so angucken, ja, es ist wirklich so plateaumäßig so ein bisschen aufgebaut. Wir haben auch hier eben halt dann in dem Feld jetzt hier zum Beispiel auch ein Wasserloch mit dabei. Hier ist auch sehr hügelig, sehr, ja, also hier kann man wirklich mit großen Maschinen hier nichts anfangen. Also hier sind schon, sage ich jetzt mal, kleine bis mittelgroße Maschinen schon vom Vorteil. Und wie man sieht, ja, auch sehr klein gehalten das Ganze. Wobei, was auch eben halt schön ist, wir haben auch einen kleinen Produktionsbereich. Hier haben wir auch nochmal schön einen Wasserfall mit dabei. Auch hier sieht man jetzt dieses plateaumäßige Gebau, weil hier sind wir dann am untersten Punkt und dann geht es dann eben halt dann ja stufenweise auch nach oben mit auch hier den einen oder anderen Wasserloch mit dabei. Hier hätten wir dann zum Beispiel noch eine Molkerei, eine kleine Ortschaft hätten wir hier, dann hätten wir dann hier dann eben halt dann noch unseren, ja, ich sag mal, unseren Shop, wo wir dann unsere Gerätschaften kaufen können, abholen können. Hier hätten wir nochmal eben halt dann eine kleine Weide und eben halt dann auch so ein paar Möglichkeiten.
Wir gehen jetzt erstmal nur kurz jetzt hier drauf ein. Wir hätten hier oben eine Produktionsstätte, die Area Floresta, dann eine Tankstelle noch mit dabei, was auch wichtig ist in der Form. Wie gesagt, da hätten wir unsere Fahrzeughändler, die Molkerei. Hier hätten wir einen Verkauf von Tieren, Verkauf von Ballen und Gülleverkauf. Den hätten wir hier auch noch separat noch mit dabei und eben halt unsere Viehhändler. Und weiter unten, wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir eben halt dann auch so einen kleinen, ja, Industriebereich mit den ein oder anderen diversen Produktionen, wie zum Beispiel den Gesteinsbrecher als Verkaufspunkt, ein Biomasse-Heizkraftwerk, ein Johnson Farmers Markt. Dann hätten wir eine Kalkstation dann noch hier vorhanden und eine Bäckerei, eine ja, Schreinerei, eine Traubenanlage, eine Spinnerei und eine Zuckerfabrik. Direkt hier alles zusammen. Ja gut, das, was jetzt hier eben halt dann fehlt, wie man schon mal sieht, ist eben halt dann auch unsere Getreidemühle. Aber diese können wir dann gegebenenfalls dann, ja, eben halt dann noch mit dazu setzen. So, des Weiteren schreiben die Modder Fabriken und Verarbeitung, erweitern sie ihre Aktivitäten mit lokalen Fabriken, die es ihnen ermöglichen, ihre Produktion zu verarbeiten und ihren Gewinn zu steigern, egal ob sie Milchprodukte, Fleisch oder andere regionale Produkte verarbeiten. Ja, also wer eben halt dann Interesse hat an dieser Map, da gibt es noch so einige Sachen wie zum Beispiel bergiges Reflet, Tankstellen und der Herculano-Markt, übrige Vegetation. Also die Mod-Beschreibung ist schon recht, ja, also doch recht gut aufgeteilt. Aber wie gesagt, wir haben hier sehr bergiges Terrain, wie zum Beispiel hier jetzt. Ja gut, also jetzt hier an dieser Kante mit dem Drescher hochzufahren, um eben halt dann hier diese Sorghum runterzuholen. Das wird dann auch für eben halt dann die jeweiligen Maschinen eben halt dann sehr sportlich. Also ich finde, es ist schon recht steil hier hoch mit dem Drescher zu fahren. Aber wie gesagt, ist eben halt dann auch so ein bisschen meine persönliche Meinung. Gegen natürlich eine gewisse Steigung jetzt im Feld ist absolut gar nichts gegen zu sprechen. Aber wenn man dann so die ein oder anderen Felder dann so sieht, wo es dann wirklich so in dem Bereich, na, und jetzt ist mehr oder weniger auch Sabbat mit den Maschinen, dann ist das, ja, dann ist eigentlich schon das Maximum dann schon erreicht. Aber es ist auf jeden Fall eine recht gute Idee, so ein bisschen plateaumäßig das Ganze aufgebaut, auch eben halt dann, ne, sehr hügelig und auch hier und da recht steil. Also man muss auch schon sagen, hier jetzt mit dem Drescher an der schrägen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob jetzt in unserer realen Landwirtschaft, ob das überhaupt möglich wäre, an solchen, ja, an so einem Gefälle mit einem Drescher zu fahren. Aber haut so gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, wegen diesem Gefälle, ob das noch im optimalen Bereich ist, wo dann die Maschinerie auch noch handelbar ist, oder ob das schon zu steil ist. Ne, wie gesagt, haut es gerne in die Kommentare rein, würde mich an der Stelle auf jeden Fall freuen. Ja, und wie man sieht, ist es eben halt dann auch eine recht kleine Map. Und ja, wir haben hier ein kleines Örtchen noch mit dabei. Und wie gesagt, alles so plateaumäßig aufgebaut. Und nach meinem Empfinden her würde ich jetzt sagen, ja, also man kann sich hier austoben, eben halt dann mit kleinen bis maximal mittelgroßen Maschinen. Ja, sonst gibt es erstmal nicht viel mehr zu sagen, außer wir schauen uns mal kurz die Lok an. Die Lok ist aktuell fehlerfrei, keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. im Einzelspiel mal angeschaut. Wie es jetzt auf dem DD-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wer Interesse an dieser Map hat, die findet ihr aktuell bei ModHub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und wie gesagt,
Ihr könnt euch auch selber gerne bei ModHub gerne die Hauptfunktion von dieser schönen Karte gerne anschauen. Sie ist hauptsächlich ausgelegt auf dem Bereich Viehwirt. Darauf ist die eben halt dann hauptsächlich ausgelegt. Aber ihr könnt euch sie ja gerne selber anschauen und euer Urteil ja gerne selber auch bilden. Aber wenn euch natürlich auch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.